What a wonderful world. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire. Natürlich wieder mit dem Gommus und hey, mit dem Klimus. Hallo, Sinus. Ab geht's, hi. Weiter geht's. Ich gehe direkt mal hier in den Wald und werde mir Holz holen. Ah, warte, genau. Ich will mitkommen. Schön. Ich habe noch ganz viel nach vorne oder welche Richtung Eisen mal gefunden. Ich sehe hier überall nur so wenig Bäume. Eisen. Du hast Eisen gefunden? Ja, wollte ich nur kurz mal anmerken. Vielleicht können wir aus diesem Eisen auch noch was Brauchbares herstellen, außer Schafe. Wenn Waffen. Du was herausgefunden hast, stellst du mir dann auch was Brauchbares her? Nee, ich werde es wegwerfen. Richtig nett von dir. Ich werde dir nichts davon abgeben. Holz. Danke. Holt ihr jetzt Holz? Ich hole auf jeden Fall Holz. Ich möchte mal, ob ich hier irgendwo diese Flauschigen finde, weil ich würde gerne mal wieder schlafen. Ja, ist doch, das wäre super. Das wäre richtig. Es gibt hier echt coole Tiere, muss ich sagen. Was ich hier ich habe da ist ein wildes Gomme. Eben so ein gestreiftes, schwarz-weiß gestreiftes. Habt ihr gesehen, da vorne gibt es solche, keine Ahnung, weißen und braunen Dinger. Ich glaube, auf denen kann man reiten. Mal hier gucken, ob wir das hinbekommen. Bäume. Ja, da, ich habe welche Bäume gefunden. So, ich versuche mal mit dem Scherending. Das geht. Ja. Sehr gut. Mach wir bleiben das. Am Leben. Wir brauchen dringend. Brauchen sie dringend, weil es wird schon wieder dunkel, ne? Ich habe sehr viel Eisen hergestellt, ne? Soll ich mal versuchen, ob wir daraus auch Kleidung herstellen können, ja, so wie natürlich, wir das früher das mit... Das kommt ganz auf dein Handwerk an, natürlich, okay, das schaffst warte. Du. Ich werde es mal... Hau mal ein bisschen mehr versuchen. Mit dem Hammer rauf. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Es hat funktioniert. Oh ja. Machst du mir auch eine? Und es fühlt sich so gut an. Es ist nicht so schwer, es fühlt sich... Was hast du genau jetzt gemacht? So, stabil an... Klimm! Ich habe mir Kleidung daraus hergestellt. Ich mache euch auch gleich mal eine. Ja, danke. Ich habe auch noch 16 Eisen. Bekommst du dann wieder. Okay. Hilft mir jemand, meine Sachen zurückzuholen? Wo warst du denn? Bist du tot? Das ist korrekt. Da sind meine Sachen. Ich habe meine Sachen gefunden. Sinus, hilf mir. Komm mal bitte. Hier ist nämlich noch so einer. Das ist der mich getötet hat. Okay, ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten jetzt. Ich werde dich rächen. Klimm! Hier! Oh Gott. Er greift mich an. Ich gehe von hinten ran. Ja, er ist tot. Gut. Puh, ich habe mich selber gerecht. Danke, mit deiner Hilfe, Sinus. Mit meiner Hilfe. Ich wollte gerade sagen, ohne mich. Hätte es vielleicht nicht geschafft. Und ich hätte ganz sicher nicht geschafft, vielen Dank. Hast du noch von diesem weichen Zeug? Da oben ist noch so ein. 6 Stück, uns fehlen also noch 3. Hier oben ist noch eins, guck mal. Ja, die kriegen ihre, das Weiche wieder, ne, wenn man die damit macht. Nein. Komm, was ist los? Wird von einem Geist verfolgt. Oh, ich bin tot. Ja, ich hab was hier für ist uns auch alle. Noch, hier ist auch noch eins. Nimm das als Reserve auch noch mit. Und dann laufen wir zurück, lass Gomme helfen. Wir müssen Gomme helfen, ja, genau. Ich bin jetzt wieder bei beim Grundstück. Okay, ich bin gleich auch wieder da. Wir sind beide da gleich. Ich bin direkt hinter dir, Sinus. Wir müssen aufpassen, hier sind viele Gefahren. Ja, deshalb würde ich sagen, dass wir uns erstmal nachts nicht fortbewegen. Hallo, folgt mir. Okay, lass uns Gomme hinterherlaufen und ihm helfen. Ja. Seht ihr mich noch? Ja. Ja, halb. No, ihr könnt einfach immer in die Richtung. Und dann seht ihr irgendwo auch schon Fackellicht. Okay. Und dort irgendwo sind meine Sachen. Aber wir eilen dir zur Hilfe, Gomme. Wir eilen zur Hilfe. Perfekt, so und zack, ich habe meine Sachen wieder. Der Geist ist auch anscheinend abgehauen. Ich sehe Gomme Eisen habe ich noch. Sehr gut. Ich sehe Gomme auch nicht mehr. Okay, sehr gut. Gomme ist unsichtbar. Ah, hier. Zack, nee, hier vorne. Zack, zack. Feuer! Gut. Ja, ich habe dann alles wieder soweit. Erstmal nach Hause gehen. Okay. Und gucken, dass wir da diese Dinger wieder herstellen, diese Weichen. Ja! Beide tot. So. Okay, wir sollten komplett abhauen. Wir sollten uns nach Hause begeben und da vielleicht was bauen. Vielleicht jeder ein einzelnes Haus. Genau, richtig. Wir brauchen mal 4 eigene Wände jeder. Einfach schon wieder zum Schutz. Und es ist gemütlich. Ein wenig Privatsphäre muss ja auch mal wieder sein, finde ich. Stimmt, richtig, ne? Da stimme ich dir vollkommen zu, Gomme Manix. Ja, danke. Wir können sind auch schon trotzdem wieder alle gewachsen. Beisammen bauen, so, aber halt so. Jeder einzeln. So, ich gebe dir mal das hier, Gomme. Ich hab's dir in die Kiste gelegt. Ach da, ja, uiuiui. Holz hab ich selber. Okay, hier. Hat einer von euch noch Nahrung irgendwie? Ja, perfekt, danke. Ja, ich hab noch Nahrung. Wo bist du? Hier, warte, ich kann dir... Er hat mir einfach meine Schaufel gestohlen und hat sie mir nicht wieder zurückgegeben. Wo brauchst du dein Ding? Genau hier, wo die Fackel steht. Hier werde ich mein... Oh, der Geist ist wieder. Wer ist das lass nur? Lass Gomme in Ruhe! Wer ist das nur? Wieso? Er verfolgt mich die ganze Zeit an? Das ist bestimmt der aus der Höhle von damals, der mich da schon verfolgt hat. Stimmt. Das kann gut sein, ja. Oh, er greift mich auch an. Ist bequem. Oh Gott, wo bist du? Also wir haben einen Geist getötet. Ich werde auch dich retten, Sinus. Nein! Sinus! Nein! Ich habe ihn getötet!
Boah. Es war ganz, ganz knapp. Ja, sehr gut. Unten im Wasser nicht, beim Feld. Ich werde mein Haus da hinten hinbauen. Hier so. Oh Gott, ich dachte, ein Zombie kommt auf mich. Dann sind wir alle Nachbarn. Also hier werde ich so anfangen. Halt nicht ich so viel Platz. Ein kleines Haus. Ja, aber es ist erstmal ausreichend. Ja, erstmal ein kleines Häuschen bauen. Ich muss ja erstmal ein bisschen was von der Erde wegschaufeln. Aber ich habe deine Schaufel kaputt gemacht, Sinus. Ja, ich habe mir jetzt eine neue gemacht, weil du meine gar nicht mehr zurückgegeben hast. Aus was denn? Aus Stein oder was? Das nenne ich eine super Nachbarschaft hier. Also wirklich, das sind so Leute, die Sachen... Dinge, die ausgeliehen wurden, die muss man auch wieder mitnehmen. Alles klar. Zurückgeben. Was denn? Ich bin gestorben. Warum? Irgendwas hat mich getötet. Keine Ahnung. Ich konnte es gar nicht. Ja, weil du dich so viel beschwert hast, dass andere Leute seine Sachen nehmen. Ja, das war aber auch so. Man muss auch mal anderen Leuten was gönnen, Sinus. Geh auch immer zu Sinus und klau mir da seine Sachen. Nein, ja, was machen wir doch alle. Was sollen wir noch machen? Ja, eben alle. Der Baum explodiert gerade. Was? Was explodiert? Der Baum. Warum? Hast du irgendwelche Pilze genommen, Sinus? Nein. Irgendwelche Pilze? Du hast mit Sicherheit irgendwie Spaßpilze genommen. Lass komm in Ruhe. Ich konnte runterspringen. Ich hoffe, meine Sachen sind alle noch da. Rotes. Guck mal hier, ich habe roten Staub bekommen. Komm, wir bauen in einer Folge einfach ein komplettes Haus. Guck dir das mal an. Roten Staub. Komm ins Haus. Ich tue dir mal hier rein, keine Ahnung. Der sieht lustig aus. Bist du gut, Sirius, oder? Ja, hier ist ein Werwolf oder was das ist. Leute, ich brauche eure Hilfe. Zieh das doch nur, Leute, ich sterbe hier. Okay, ich bin eben auch gestorben. Helf mir, komm mal. Ja, ich bin unterwegs. Wo bist du? Ja, er ist doch gleich da. Wo? Oh, was? Ah. Oh Gott, wer ist das denn? Hallo. Sinus, wen bringst du denn immer mit? Ey, der kommt nicht in mein Haus. Lass den aus meinem Haus. Hörte den. Ey, nicht auf mein Bett, nicht auf ich mein Bett. Oh Gott, da ist auch noch ein Geist zusätzlich. Hä, was ist denn hier los? Die Apokalypse! Oh, der Geist greift mich an! Nein, ich bin auch gleich nackt! Der Geist geht auf mich! Nein, wir sind alles... Hä? Nein. Warum? Wir sind des Todes! Wir haben auf einem heiligen Indianerfriedhof gebaut oder so. Kann man jemand zu meinem Haus kommen? Ja, Digga, ich bin auf dem Baum gestorben. Bei meinem Haus sind zwei Geister, ein Werwolf. Ey, der Werwolf hat sich verwandelt. Er ist jetzt wieder Otto geworden. Hier vor meinem Haus. Ey, ich werd schon wieder angegriffen. Wie sieht's denn vor meiner Haustür aus? Ich komme da gar nicht mehr klar, ey. So, ich hole jetzt mein Zeug wieder. Das ist ein Trümmerfeld hier vor meiner Tür. Klim, guck dir das an. Bist du gar nicht, oder? Ich bin das hier. Ich dachte, das wäre Klim. Hallo, wer bist du denn? Wer ist das denn hier? Hier ist ein Opa. Ja, komm mal zurück. Ich glaube, ich hab deinen Vater gefunden. Du meinst, aber er spricht den ich gerade umgebracht habe? Nee, komm mal mit. Ja. Guck mal hier um die Ecke. Ich dachte, das bist du. Hä? Stirb. Ey, das kannst du nicht machen. Doch, hinter dir. Oh, was? Au! Der hat mich auch schon umgebracht. Gefühlt hat mich hier jeder einmal umgebracht. Gib mir deine Schaufel. Au! Au! Ey! Zinus ist nicht mehr aufgewacht. Zinus ist schon gegangen. Zinus möchte nicht mehr. Zinus? Leute, ich bin wieder da. Servus, Ibi, bist der Zinus. Komme. Gib mir bitte meine Sachen wieder. Bitte. Hey, ich klopf doch gerade. Oh, bisschen zu stark geklopft. Komme. Das ist echt ein schönes Haus. Danke, du Schleimer. Kriegst du meine Sachen wieder? Hier? Was hattest du denn alles dabei? Alles. Es gehört alles mir. Also, bevor du fragst. Wirklich alles. Jo, ich hab schon mal meine vier Wände. Ich bin zufrieden. Mal gucken, ich was ich als nächstes tun werde. Boah, hab ich viel Zeug davon jetzt. Jetzt habe ich hier genug Platz, um ein vernünftiges Häuschen hinzubauen. Super. Aber ich werde nicht den ganzen Platz hier benutzen, weil ich möchte ein kleines Häuschen haben. Nicht so wie der Zinus, der sich wieder eine Villa baut. Aber das ist doch jetzt auch schon wieder, wir haben ja wieder viel geschafft und sind viel gestorben. Ja, wir haben wirklich viel geschafft. Ich bin ja gerade noch dabei. So, hier endlich mal ein Haus. Hat schon jemand sonst hier sich ein Haus gebaut oder bin ich der erste Grundstücksbesitzer mit Haus? Du bist der erste mit Haus. Ich glaube, du bist der erste mit Haus. Oh. So hat noch keiner eins. Okay. Ich setze hier aber auch schon mal den Grundstein. Es sieht noch nicht gut aus, bevor da was kommt. Ich verändere das noch, Freunde. Bevor da was kommt. Genau. Also da wird noch einiges dran verändert. Das ist nur, damit ich einen kleinen Rückzugsort habe. So, das ist jetzt die grobe Größe von meinem Haus. So. Zack. Okay, ich mach mal hier die Erde noch ein bisschen weg. Zack. Dann klappt es dann. Bap. Hier. Nein, hier. Du hattest schon eine Eisenschaufel, oder? Klimm.
Ja, ich habe die bekommen von so einem kleinen, so einem kleinen Zombie. Okay, cool. Der hat die fallen lassen. Das heißt, ich glaub, die kann man herstellen. Ja. So, Leute, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt alle ein Grundstück gefunden, was wirklich sehr gut ist. Wir haben einen super, also eine sehr gute neue Rüstung. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und ich würde sagen, bis morgen, Leute. Haut rein. Und tschüss. Tschüss.